Hallo Welt, da sind wir wieder hier im Vault 123. Jo, und wir warten auf unser Team, das da zurückkommen mag. Und im Allgemeinen, wir haben genug. Oh nein. Jetzt habe ich überhaupt nicht mitbekommen, woher dieses Geräusch kam. Da waren wir leider zu weit ausgezoomt. Da ist er. Ja, wir haben genug Geld, um irgendwie damit irgendetwas anzustellen. Ich weiß nur nicht was. Ein Radio wäre vielleicht ganz nett. Eine Radiostation. Wasser wäre auch vielleicht ganz nett. Noch mehr Wasser hier aufbauen. Oder aber Energie. Was es auch sein wird, es wird wahrscheinlich hier passieren. Aber noch geht das doch, glaube ich, mit dem Wasser. Wir müssen nur immer dabei bleiben. Das ist auch nicht so gut. Ja, wie kommt das eigentlich, dass hier, das fällt mir jetzt auf, dass die hier recht schnell aufleveln? Das liegt daran, dass die noch relativ niedrig gelevelt sind. Ronald Bush. Ja. Also, wenn man niedrig gelevelt ist, dann steigt man schneller auf. Ja, ein bisschen Sinn ergibt das schon. Wobei, wenn man höher gelevelt ist, könnte man ja mehr Quests machen oder so. Wasser oder Strom? Wasser oder Strom? Oder mal was ganz anderes. Ach komm, wir bauen hier noch ein Kraftwerk hin, Stromkraftwerk. Dann können wir hier hinten wieder ein Radio hinstellen. Müssen wir denn unbedingt was bauen? Ja, müssen wir. Wenn wir zu viele Kronkorken haben, dann habe ich den Eindruck, dass die Angriffe steigen und mehr Leute sterben. Also bauen wir noch ein Generatorhäuschen. Und Radio, ein Radiostudio. Ein größeres. Oh, nützlicher Tipp. Wenn du keine neuen Bewohner haben möchtest, kannst du den externen Sendebetrieb des Radiostudios stoppen. Es wird weiter im Vault ausgestrahlt und erhöht dort die Zufriedenheit. Ach so, das erhöht die Zufriedenheit, so ein Radio. Aha, ja, das ist ja gut. Den Sendebetrieb können wir stoppen. Ja, da müssen wir mal aufpassen, wie das geht. Wo finden wir denn jetzt den... Na, sag mal, den mysteriösen Fremden, wo ist er denn? Wo hat er sich versteckt? Ich hab nichts da links, in der Ecke habe ich nichts gesehen, leider. Radio. Moment, das können wir doch verbessern, jawohl. Erhöht die Chance, einen Bewohner aus dem Ödland anzulocken, okay. Aha, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass so etwas geht. Ödland oder Vault? Ödland, Vault. Ödland, okay. Da müssen jetzt zwei Leute also rein. Und dann schauen wir uns also mal die Leute an, die Special-Attribute Charisma gut geskillt haben. Ja, Frank Lewis eher nicht. Randy Harris, ich glaube ja, den können wir da reinschicken.
Randy Harris schon mal? Ja, und Frank Lewis, der ist doch oben in der Cafeteria, ja. Brandon Scott. Brandon Scott? In der Waffenfabrik ist er. Ja, aber auch nur, das ist doch, da brauchen wir doch keine drei Leute, oder? Ach nee. Wir lagern ihn erstmal zwischen hier. Was kommt? Oh, Raider. Raider sind gut. Die bringen wenigstens immer schöne Sachen für uns mit. Seid ihr denn alle fit hier? Ja, wie es aussieht. Sieht gut aus. So, hilf deinen Kumpels mal ruhig mit, dann geht das etwas fixer hier. Aha. Der erste liegt schon. Aha, verbesserte Jagdflinte. Wie schön. Och, die sehen immer ganz unglücklich aus, bevor sie umkippen. Ja, der ist aber richtig gut geskillt auf Agility. Beweglichkeit. Egal, der kommt jetzt hier in die Radiostation. Und unser Brandon Scott kommt dafür nach hier vorne. Die schaffen das, glaube ich, auch so. Und wenn nicht, dann müssen wir ihn wieder zurückschicken. Okay, sie sind schon auf Sendung, also an alle Menschen im Ödland. Wir warten auf euch. Und heißt das, wir sollen hier unten noch mal was bauen? Können wir noch nichts entschlüsseln hier wieder? Nein. Ja, ob wir hier ein Klassenzimmer errichten sollen noch? Ich bin fast dafür. Ja. Das ist jetzt zwar erstmal leer, aber wir schicken da Leute hin, die zum Beispiel große Agility haben. Wo haben wir denn das Professoren-Outfit? Haben wir das schon vergeben?
Da könnte er zum Beispiel schon mal rein. Intelligenz. Ach so, das wird nur geschult. Die machen da gar nichts Produktives. Die brauchen gar keinen Lehrer dort. Aha. Dann schicken wir doch noch jemanden dort rein. Von hier vielleicht. Nein, Intelligenz, Intelligenz, Intelligenz. Wie machen wir das? Wen brauchen wir denn da drin? Eigentlich nur die Leute aus den Laboren hier. Intelligenz wird schneller erhöht, verbessern. 2250 kostet das. Na gut. Ja, das geht ja auch so ein bisschen darum, hier jetzt ein paar starke Leute reinzukriegen. Damit wir, falls hier irgendwas passiert auf der Etage, damit wir da Leute haben, die, ja, die sich notfalls da um alles kümmern können. Um die Maulwurfsratten und alles, was da so kommt. Red Kakerlaken. Also die brauchen dann gute Waffen schon im Klassenzimmer unten. Na, Philipp muss noch ein bisschen trainieren. Oh, woher kam das? Wir könnten schon eine Finanzspritze nochmal gebrauchen. Da ist er. Ah, ich hab doch geklickt. Zu spät geklickt. Ja, da ist er, kann ich ja auch später sagen, nachdem ich geklickt habe. Vielleicht geht's dann schneller. Was ist hier los? Ach so, die Maus spinnt wieder rum. Oh nein, da geht auf dem anderen Monitor alles auf. Aha, ziehen wir doch von hier noch jemanden ab. Wer kann denn Intelligenz noch mehr gebrauchen? Eigentlich beide. Bruna Johnson ist auf Level 36. Wie kommt das denn? Und dabei hat die so schlechte Attribute. Naomi King ist, ja, schon ganz gut. Einen schicken wir noch nach unten hier. Einen Bewohner. Zwölf Stunden braucht unser Albert Robinson. 12 Stunden. Das ist ja nicht schlecht.
Steigen die denn nicht auch auf, wenn die steigern die nicht ihre Attribute, wenn die in den jeweiligen Abteilungen arbeiten, längere Zeit? Ich weiß es nicht. In 22 Minuten sind unsere Leute angekommen. Nein. Zurück sind sie dann. Ja, den hätte man ja auch fast gar nicht gesehen dort. Okay, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Diese Folge ist am Ende. Ich darf mich bedanken für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!